Das Phänomen des islamistischen Terrorismus, des IS, ist nicht ein Phänomen, das durch die Flüchtlinge zu uns gekommen ist, sondern das wir bei uns haben und hatten. Und was eben auch die Arbeit der Sicherheitsdienste erfordert, die eben auch international vernetzt sein müssen, weil man ansonsten gegen sie nicht ankommt.